Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und heute würde ich euch mal gerne zeigen, wie ihr in GTA 4 und in GTA Episode vom Liberty City bessere Blattdetails bekommt. Das heißt, dass ihr GTA 4 Uncut macht. Ich habe ja dazu schon ein Video gemacht, aber das ist lediglich ein bisschen älter und die Blattdetails, also das Blut, ist ein bisschen schlechter. Und ja, ich habe was gefunden, wo ihr bessere Bluteffekte habt. Dass, sag ich mal, von dem Körper mehr Blut spritzt. Und ja, und das machen wir mal jetzt. Erstmal ladet ihr euch diesen Link hier runter, klickt auf Download. Und da speichert ihr ihn einfach auf dem Bildschirm. Nachdem ihr das habt, habt ihr so ein Winrar-Archiv. Den entpackt ihr erstmal. Einfach hier rauf. Den könnt ihr schon schließen, den könnt ihr meinetwegen auch löschen, wenn ihr wollt. Ja, und danach geht ihr erstmal dahin, wo ihr GTA 4 installiert habt. Ich hab's unter Spiele. Und dann öffnet ihr diesen Ordner hier. Dann geht hier auf Come On und hier auch. Hier auf Data und hier auch. Hier auf Effects und hier auch. Und schiebt einfach die Blood FX einfach hier rüber. Dann geht ihr in PC und hier auch. PC. Dann auf Texturen und hier auch. Und dann schiebt ihr die beiden einfach hier rein. Kopieren, ersetzen und fertig. Das war's. Schon ist der Blattdetail mit besseren Effekten schon installiert. Und es gibt einen Grund, warum ich das gemacht habe. Es liegt daran, weil ich auch sehr oft angeschrieben wurde, ob es noch bessere gibt. Also dieser Blattdetail ist eine Mischung von, ich glaube, drei bis vier anderen Blutmods, die das hergestellt haben. Ich habe mir einfach mal die besten ausgesucht, mal ein bisschen bearbeitet und dann einfach so reingepackt. Und halt die besten halt ausgesucht, die halt mehr Blut machen. Ist halt irgendwie logisch, ne? So, jetzt sind wir im Spiel. Und jetzt zeige ich euch erstmal, welche Blattdetails sich alles verändert hat. Zum Beispiel bei diesem Typen hier, der jetzt wegrennt. Zack. 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 Und den Glatzkopf töten wir auch noch gleich. Oh, der humpelt ja so schön, ne? Und dann. Okay, selber schuld. Zack, 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 zack. Da kann man wunderschön sehen, wie das Blut auch an den Körperteilen noch hängen bleibt. Und das Blut dann auch auf dem Boden noch weiter gespritzt wird. Und an dem Kopf kann man auch sehr gut erkennen, dass auch das Blut halt am Kopf auch hängen bleibt. Und ja. Ein wunderschöner Mod. Sehr gut gelungen. Meiner Meinung nach. Auch wunderschön erkennen. Super gemacht, der Mod. Also ich bin damit sehr zufrieden und würde ich auch empfehlen, den runterzuladen. Lohnt sich auf jeden Fall. LOL. Okay. Jo, das würde auch erstmal, glaube ich, reichen. Als Beweis, dass erstens funktioniert und zweitens ist der Blutmod Hammer geil krass ist. Okay, dann, ciao und ich bin gleich tot. In 3, 2, 1. Und tot. Jo, ciao und nicht vergessen zu abonnieren und einen Daumen hoch, wenn es funktioniert hat.